Nee, würde man in der Mitte bauen. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Nee, geht nicht. Oh, warum denn nicht? Warum kann denn das Spiel das nie? Das ist ja schwach. Ach, warte mal. Ich habe doch eine Idee. Das ist doch am Ende ganz einfach. Das geht, glaube ich, nee. Ja, müssen wir halt das so machen. Guck mal, einfach so hier und schon habe ich dort den Raum, den ich dort brauche. Und schon geht hier die Brücke drüber. Und schon geht das so. Hä, warte mal, jetzt ist schon was anderes. Ist wahrscheinlich was. Liegt wahrscheinlich wohl an der Perspektive. Ja, sehr wechselhafter Gleisbau hier. Mal mit der Geschwindigkeit, mal mit der Geschwindigkeit. So, wie viele Züge haben sie? 10. Was ist sein Problem? Der ist rot. Ausrufezeichen. Das heißt, wenn jetzt hier 4 sind, die auf das untere Gleis fahren, dann sind 6 auf dem. Dann könnte man die anderen ja auch auf das untere Gleis zerren. So, jetzt müssen wir erstmal das andere Gleis hier noch bauen. Achso, jetzt sind wir wieder bei dem anderen Gleis, ne? Und dann hat Appenzell auch die Anbindung. Ach so. Na gut, und hier würde ich dann halt einfach 2 Brücken drüber bauen. Schnell. Also 257, ja genau, weil das ja die Brücke ist. Hätten wir. Natürlich ist dort ein Gleis. Dann hier noch ein Depot hin. Und schon kann man S-Bahn-technisch. Wobei das cool wäre, wenn man von Appenzell dann irgendwie nochmal hier rumfahren könnte.
Das lässt sich ja auch einrichten. Die Frage ist, was nimmt man hier für Züge? Die hier nochmal. So, die fahren hier rum. Fahren über den Wegpunkt. Dahin. Und dann wieder zurück. Und auch hier gibt es das Ganze viermal. Automatisierung und zack. So, jetzt kann sich Appenzell des Lebens freuen. Ja, richtig hier jetzt auf den Berg hoch. Die sollen aber mal gern bauen. Mit Hinblick auf den Einzugsbereich von dem Bahnhof. Oh, was mache ich denn hier für einen Käse? Bleib doch immer auf dem Ding hier, bitte. Na gut, es ist ein bisschen off hier, aber ich hoffe mal, dass die vielleicht sagen, oh, guck mal, kann man eine Straße runterbauen. Dass die vielleicht das Gebiet ja nochmal besiedeln. Indem man hier nochmal eine Straße rumbaut. So. Na gut, ich glaube, ich müsste das nochmal anders machen. So hier. Dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass da eine mögliche Dreierlücke frei bleibt. Ach, wisst ihr was? Dann nehme ich auch mal so einen Doppelstockzug noch. Mit was ging der nur? Mit den hier? Ein alter Doppelstockwagen. 400 Leute gehen da rein. Ne, genau den wollte ich hier, ne? Na, haben die sich noch nicht Autos repariert hier? Da gibt es aber nochmal so nur zwei Züge. Das ist einfach so ein optionales Angebot, dass man halt da jetzt nicht zwingend umsteigen muss. Aber es ist halt nur auf zwei Doppelstockzüge beschränkt, sage ich mal, dieser Kurs. Ich muss mal kurz Licht anmachen. Kleinen Moment bitte.
So, da bin ich wieder. Wo sind unsere Doppelstockzüge unterwegs? Da nicht. Hä, wo fahren die denn lang? Ach, Moment. Oh, jetzt habe ich hier schon irgendwelche Züge in Betrieb genommen, die gar nicht so fahren können. Ich bin ja auch ein Idiot mal wieder vor dem Herrn. Das fahren sie halt unten lang. Naja. Klassischer Fail. Aber die Züge finden ja ihren Weg immer und überall so. Und dann nur noch hier hoch. Hier brauche ich wieder ein 245er Gleis. Irgendwie ist das nicht einheitlich. Weiß nicht, ob da die der Eisenbahn-Gewerkschaftskaiser da irgendwie, ob den das eventuell stören könnte. Jedenfalls bisher noch nichts von ihm gehört. Wegen den ganzen Geschwindigkeitsirritationen hier im Netz mittlerweile. Die auch hier hoch. Passt. Ach, hier fahren sie. Ganz schön was los hier. So, aber jetzt kommen wir wenigstens von Appenzell. Achso, wir müssen jetzt noch die Buslinie bauen. Dann würde ich aber auf der anderen Seite denen erstmal das hier wieder hergeben. Die Frage ist, was macht man mit dem hier, mit dem Land, wenn man vielleicht irgendwann mal vier Dinge sich ausbauen muss.